die Eltern und die Brüder erzählen immer, etwa so mit 5,5, 6 bin ich zuerst mal Schwingkauer. Und von dort weg bin ich immer angefressen und bin halt bei dem geblieben. Wenn ich gut drauf bin, wenn ich keine körperlichen Beschwerden habe, dann trainiere ich eigentlich jeden Tag 1,5 bis 2 Stunden. Und sehr intensiv. Zwillis auch im Sport trage ich eigentlich immer meine Koordinations- und Kraft. Eigentlich alles, was mit Beweglichkeit und mit der Schnellkraft und so zu tun hat, trainiere ich dort. Schwingen, das ist natürlich das Wichtigste, das tue ich in meinem Heimclub zu Hasli. Und ja, da ist eigentlich die Woche schon ziemlich ausgefüllt. Wichtig ist natürlich auch, dass wir den Körper lernen können, dass man weiss, oh, jetzt ist auch zu viel, heute habe ich Sauce, jetzt brauche ich mal eine Pause oder jetzt muss ich zum Therapeut oder jetzt muss ich in die Physio. Das muss man halt sicher über die Jahre aneignen und den Körper lernen können und halt auch mal Nein können sagen. Es braucht schon einen klaren Plan, was man will, wann das man will, wann es Karriere gehen soll. Und darum ist es sehr wichtig, dass man alles super planen soll. Und erst dann hat man eigentlich Erfolg.